Servus Leute, wir sind wieder zurück in Kyrat bei Far Cry 4. So, weiter geht's. Wir haben jetzt gesagt, wir machen einmal. Schauen uns einmal die Symbole an, die da sind. Um zu interagieren. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau zu tun habe. Okay. Nein, du bist eine Dealerin. Wieso darf ich nicht rein? Ist ja wurscht, ich geh trotzdem ran. Pagan-Means Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Ja, dann bist du. Sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt. Und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey. Ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale. Ja, ich bin das. Danke, dass du uns hilfst. Alle kein wissen, Problem. Zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter. Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, Verdammt. Solange du hier bist. Ja, ich befreie Kyrat und dann sind wir alle glücklich. Tu's einfach, zeig AJ, was für ein Mann du bist. Chris. Okay. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Und was ist, wenn man sich beides nicht holen? Keine Ahnung. Ist das so schwer? So. Entscheidung. Machtverhältnisse, Missionen sind äußerst wichtig für den goldenen Pfad, aber Amita und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen, okay? Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis für zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des goldenen Pfads ist. Okay, das bedeutet entweder ihn nehmen oder, ach Gott, ich will nicht entscheiden. Eigentlich soll ich ja immer, bin ich ja eher dafür, gehe ich lieber, mache ich lieber, was die Frau sagt. hören wir sich einmal das Angebot von ihm an. Wie kann ich helfen? Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann, aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Okay. Aber das Lager wird ja doch Verteidigungsdinge haben, halt. So, einmal abbrechen zuerst. Jetzt hören wir sich noch an, was sie zu sagen hat. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Ich wollte nur Diese hören. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Okay, jetzt habe ich gleich zugestimmt bei ihr, oder was? Ah nein. Ja, ich nehme ihre Amitas Mission. Schauen wir mal, was wir zu tun haben. Erreiche Camp Alpha. Perfekt. So, gleich mal wieder die... 900 Meter. Da oben wäre ein Gyrocopter, so wie ich das gerade sehe. Schauen wir mal, werden wir mit denen mal fliegen. Wie geil das Ding. So, C sinken, steigen. Okay, mit der Waffe. So, boah, mit denen kannst du ja die Türme schneller erkunden, einfach auf den Türmen oben abspringen, oder nicht? Geht das nicht? Ups! Nein, 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 nein! Kann ich mit dem da nicht rüberfliegen?
Ich glaube, der kann eine bestimmte Höhe. Nein, 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 nein. Wow. Was ist mit dir? Wieso kann ich da über den Berg... Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Wo muss ich hin? Unbekannten Ort. Wahrscheinlich kann ich da über den Berg nicht drüber fliegen. Das bedeutet, wir werden irgendwo dahin müssen. Ja. Dass ich da so im Kreis fliegen kann. Ja, reiß doch wieder in die Höhe. Was pfeifst du so jetzt? Endlich. Ich fliege ja eh den Berg schon rundum herum. Warum ich nicht drüber fliegen kann, verstehe ich nicht. Okay, die Luft wird dünner. So. Ich hoffe, dass ich da jetzt drauf fliegen kann noch. Aufpassen. Hat er jetzt viel zum Zeug holen geben. Aber ich will jetzt die Mission festmachen. Nein, ich halte das nicht drauf. Also C war sinken. Der Weg ist ein bisschen sinnvoller. Wir sollten aber auf jeden Fall die Türme einholen. Schützenhilfemarken. Du hältst Schützenhilfe von Rebellen. Die für dich benötigst, Marken, um sie zu rufen. Um Marken einzusetzen, drücke V und wähle Schützenhilfe rufen. Mit V gibst du den Rebellen den Befehl zum Warten oder Folgen. Weitere Details findest du im Taktikmenü. Ja, das weiß ich schon. Irgendwie. Schon, aber das mit V bin ich nicht gewusst. Okay. So, wir sind gleich da. Ich glaube, hinter den Hügel muss ich dann noch. Wir werden aber direkt drinnen landen, oder? Oder können wir dann... Bin mir nicht sicher... Na, das brennt da alles. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeifen miteinander kommunizieren. Sie können dich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für eine Sekunde markiert, bevor die Markierung verschwindet. Sie können Raubtiere beschwören, die dich anstelle von Soldaten angreifen. Töten sie um die... Boah. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mal runter soll. Dass ich absteige. Und ich gehe das letzte Stück zu Fuß. So, den haut's gerade da runter. Ja, ich bin zu weit noch weg. Lager des goldenen Pfades. Auf 2000 Meter. Dicker Fisch. Den halten wir auf jeden Fall. Perfekt. So, das Licht will ich eigentlich auch noch. Ah, das ist ein Scheinwerfer. So, den haben sie da angekettet, oder was? Durchsucht die Leichen nach Informationen. Ja, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob da noch Gegner sind. Halt, müssen wir ein bisschen vorsichtig vorgehen. Oder einfach reinstürmen. Ja, die Jäger sind da irgendwelche. Ich sehe sie aber nicht. Da hinten ist einer gelaufen. Soll ich eine Granate werfen? So, mal in die Richtung gehen. Ja, da sind irgendwelche idiotischen Wölfe auch noch. Ich hoffe, dass da mich kein Wolf angreift. Scheiße. Eigentlich sollte ich nicht so viel Munition verschwenden. Ich habe eh kein Geld mehr jetzt.
Ja, beschwer dich nicht immer. Was, Beutetasche ist schon wieder fast voll? Das kann es ja nicht geben. So. Der war's nicht. Hat der Infos dabei? Ja, perfekt. Munition nehmen. So. Feinde hätte ich jetzt keine ausgemacht, direkt. Irgendwo schießt da einer. Boah, wo ist da einer? Schnell mal den Unterstand gehen ein bisschen. Hat der die Info? Aufklärungsdaten, perfekt. Beutetasche fast voll. Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Yep, mache ich, auf jeden Fall. Nur ich hätte gerne noch die Kiste da aufmachen. Die da stehen soll. Ah, da hinten. Perfekt. So, das ist 280 Meter entfernt, oder was? Boah. Idiotische Pfeile da, was mich die treffen. Brandpfeile können die, gegen dich einsetzen. Ja, ja, das weiß ich schon. Das habe ich mir schon gedacht, dass die über Pfeile und Brandpfeile und bla 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 einsetzen. Wenn sie es haben, dann werden sie es auch gegen mich einsetzen. Na, Junge! Komm doch darauf! Bist du ein bisschen deppert, oder was? So, da unten ist einer. Den hole ich mal jetzt mal. Scheiße! Was heißt Missionsgebiet verlassen? So, den plündern wir mal. Ja! Ja, gehen. So, jetzt habe ich dich einmal umgebracht. Weiß nicht, wo da noch so depperte Leute sind. Da hinten irgendwo. Hey, da hinten ist noch einer. So, perfekt. Wir müssen unbedingt das freischalten, dass wir während dem Laufen. Während dem Laufen nachladen können. Halt, wenn wir schnell laufen. So. Jetzt müssen wir dorthin, aber die noch retten. Ich weiß, dass ich fast voll bin. Macht doch nichts. Ich will nur die Ruhe dann. Oh, cool, schaltet sich nach automatisch gleich das Licht ein. Aber sonst hätte ich da nichts gesehen. Medikit brauche ich gerade nicht. Pflanzen. So, schnell runter und denen noch helfen, aber ich will ein bisschen aus. Nicht einfach reinstürmen und dann vielleicht sterben. Ich weide dich aus. Scheiße, wird das jetzt knapp. Nein, nein, nein! Schnell! Hab ich den jetzt getroffen? Scheiße! Wo ist denn da noch einer? Ich hätte da reinschauen sollen. Ich bin sonst gleich hin. Komm, ich muss nur kurz weg. Heil mich geschwind. Ich sehe die ja gar nicht. Da hinten ist einer gerade gewesen.
Das war ein Handy, das ist sich ausgegangen, wie geil. Na, die hat wieder keine Munition. Ich glaube, du hast nachgeladen schon. Ach Gott, Leute. Ja, super. Ich habe keine Pfeile mehr. Ah, keine Spritzen. Nein! Nein! Boah, was mache ich für einen Dreck? Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part dann noch einmal irgendwie ein bisschen gezielter. Ein bisschen müssen wir sich aber mal auf der Karte markieren, bevor wir da einfach so reinhüpfen. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part. Far Cry 4. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!